Wie versprochen komme ich wieder mit einer neuen Manifestationstechnik oder besser gesagt einer Variante von Dr. Joe Dispensers Technik, wenn man so möchte, einer Ursprungsform oder abgespeckten Version, die sich wirklich ganz einfach und unkompliziert umsetzen lässt. Viel Spaß mit dieser Spiegelbildtechnik! Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Und wie schon in der Einleitung erwähnt, komme ich heute mit einer Dr. Joe Dispenser Technik daher, allerdings einer Urform seiner sehr ausgefeilten Meditationen oder, wenn man so möchte, einer einfacheren Variante, die sich auch mal so zwischendurch beim Einschlafen oder einfach selbst ohne Anleitung umsetzen lässt. Ja, ich möchte mal beginnen damit, woher die kommt. Und zwar hat Dr. Joe Dispenser nach seinem Studium, er war gerade Arzt geworden mit eigener Praxis, hatte einen sehr schweren Fahrradunfall mit einem Auto. Jedenfalls ist er im Krankenhaus gelandet mit einer schweren Wirbelsäulenverletzung. Ich weiß jetzt die Details nicht mehr genau. Er hatte auf jeden Fall sehr schlechte Chancen, jemals wieder gehen zu können. Ja, die lagen irgendwo bei 0,5% oder so irgendwie. Und er lag da im Krankenhaus, konnte nicht viel tun. Also er war da so festgezurrt und gebunden und mit Manschetten und Gips oder ich weiß nicht was alles, richtig ruhig gestellt, dass er wochenlang nur an die Decke starren konnte. Und er hat schon im Studium vorher begonnen, sehr viel mit Visualisieren und Mentaltraining zu experimentieren. Und genau das hat er da wieder aufgenommen. Und er hat sich selbst visualisiert, wie sein Körper aussieht einmal. Also als Arzt sieht man das sehr analytisch und hat sich dann vorgestellt, wie seine Knochen wieder gerade werden, zusammenwachsen und alles, was da nicht in Ordnung war, wieder in Ordnung wird. Und er hat sich dann vorgestellt, wie er dann wieder gehen kann, wie er laufen kann, wie er wieder ganz normal sich bewegen würde. Ja, das war der Anfang von seinen Experimenten und meiner Ansicht nach eigentlich eine sehr einfache und brauchbare und auch effiziente Technik, wenn man sie ein bisschen mit Energiearbeit, ein bisschen mit Segnen oder so ähnlichem, mit Gefühl reinspickt. Und zwar, du stellst dir einfach dich selbst vor dir vor. Dazu rät es sich, dass du dich vielleicht genauso wie Dr. Joe Dispenser auf den Rücken legst und so richtig hineinfallen lässt. So, dass du gar nicht so stark deinen Körper spürst, sondern mehr einfach nur dein Sein, einfach nur da bist. Dazu musst du jetzt nicht in Trance verfallen oder irgendetwas. Es genügt ganz allein dieses Gefühl, ganz bei sich zu sein. Und jetzt stellst du dir dich selbst vor. Ich mache das meistens so, dass ich manchmal nur den Umriss von mir sehe, ja, so wie ein Spiegelbild von mir. Es ist lustigerweise nämlich immer ja rechts mit links vertauscht, habe ich schon gemerkt bei mir. Deswegen habe ich das auch Spiegelbildtechnik genannt. Also, ich sehe da so den Umriss von mir und ich weiß, das bin ich, auch wenn ich mich nicht im Detail sehe oder Gesicht oder ich weiß nicht was. Und jetzt gebe ich mir energetisch, gefühlsmäßig genau das, was ich brauche. Das kann sein Selbstvertrauen, das kann sein Liebe, das kann sein Geld, das kann sein Kraft, Hoffnung, was auch immer. Wenn mir gar nichts einfällt, dann mache ich so, wie was Energiearbeiter, also Leute, die Reiki können oder Pranic Healing oder andere Technik, sicherlich kennen. Ich schicke einfach helles, weißes, liebevolles Licht auf mich. Und das bewirkt ungemein viel. Das ist so eine simple Technik, also damit bist du eigentlich schon fertig. Das bin ich eigentlich drauf gekommen, weil ich hier andere Leute gerne morphe.
Also Leute, die ein bisschen mühsam sind oder ja, mich gerade nerven, da stelle ich mir in Gedanken immer vor, ich schicke denen ganz viel Licht oder ganz viel Geld oder ganz viel Hoffnung oder was sie eben gerade brauchen. Und bin ich drauf gekommen, ja hoppala, sollte ich doch mit mir selbst auch machen. Und seit ich das praktiziere, seit einer Woche etwa, da flutscht plötzlich wieder alles. Ja, da kann ich wieder manifestieren. Da kommen wieder die guten Gefühle. Ich merke, die Hoffnung ist da, alles ist positiver, meine Schwingung ist höher, die Wünsche erfüllen sich wieder und so weiter und so weiter. Und ich bin dann drauf gekommen, jawohl, ich bin ja der Ausgangspunkt meines Lebens. Ich erlebe dieses Leben. Also umso höher ich schwinge, umso besser es mir geht, umso tollere Sachen kommen auf mich zurück. Es genügt also, anstatt immer so ins Detail zu gehen oder ja, noch zu sagen, und das noch, und das noch, und das noch wünsche ich mir. Oder nein, ich möchte vielleicht noch da einen Kilo abnehmen. Du weißt, man wird dann manchmal so detailverliebt und es stellen sich ganz viele kopfmäßige Fragen. Tue ich ganz weg. Einfach nur mich vorstellen, ganz viel Licht, der Rest wird sich ordnen. Und mache ich noch immer, wenn ich mit jemand anderem ein Problem habe, mache ich das genauso. Aber meine hauptsächliche Praxis momentan ist einfach nur mich zu visualisieren, wie gesagt, ganz grob, ganz schwammig, manchmal genauer, manchmal wirklich nur ein Nebel, aber ich weiß, das bin ich und da schicke ich ganz viel Licht und gute Sachen und was mir gerade in den Sinn kommt oder wo ich gerade das Gefühl habe, dass ich das brauche, wie Selbstdisziplin oder gute Laune, Hoffnung, Zuversicht, all das. Aber hauptsächlich Licht und alles, alles Gute und ein fantastisches Leben. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr simple und super effiziente Technik. Probier es bitte mal aus. Du kannst dazu auch ein Foto von dir nehmen, ist doch ganz egal. Also wichtig ist doch, dass es für dich funktioniert. Wenn du es ein paar Tage so probierst, dann merkst du ja schon die ersten Erfolge. Du merkst schon, wie sich die Stimmung hebt, wie sich das aufbaut, wo du plötzlich Dinge leicht bewältigst, die früher sehr schwierig waren und so weiter. Also, schreib mir gerne deine Erfahrungen mit dieser Technik und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Alles Liebe und Aloha!